Vor kurzem habe ich mich wieder ganz neu mit dem Thema des Volkes Israel und der Wüstenwanderung und diesem Auszug aus Ägypten in das verheißene Land beschäftigt. Und da fiel mir auf, dass es da ganz bestimmte Vorgaben, ganz bestimmte Ordnungen Gottes für sie gab. Da lesen wir: Damit es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält, so wie es heute ist. Wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, um es in Besitz zu nehmen, dann sollst du keinen Bund mit ihnen, den anderen Völkern, schließen, noch ihnen gnädig sein. Diese Ordnungen, diese Vorgaben hatte Gott ihnen zum Schutz und zur Sicherheit gegeben. Heute ist es bei uns so, dass wir in unserem Glaubensleben, in unserem geistlichen Leben auch auf einer Wanderung sind. Wir sind quasi aus Ägypten, aus der Sünde herausgekommen und wir sind auf dem Weg in unser verheißenes Land. Der Herr ist dabei. Aber er hat uns auch bestimmte Vorgaben und Ordnungen in diesen Weg unseres Glaubenslebens gegeben. Und der heißt: Schließe keine Kompromisse mit dem Feind. Keine Kompromisse mit Sünde, mit Verfehlungen, gegen die Ordnungen Gottes zu gehen. Viele sagen dann, ach, ist alles nicht so schlimm und merkt doch keiner und ist doch nur eine Kleinigkeit und machen doch andere auch und Gott ist immer gnädig. Das stimmt, Gott ist immer gnädig, aber Gott hat sich auch in seinem Wort an Ordnungen, an Bedingungen, an Verheißungen letztendlich geknüpft und die möchte er, dass du sie in dein Leben hineinnimmst. Du sollst nicht zurückschauen nach Ägypten, sondern du sollst auf deinem Weg in das verheißene Land dich mit seinen Ordnungen und mit seinen Vorgaben beschäftigen, zu deinem Schutz und zu deiner Sicherheit. Schließe keinen Kompromiss mit dem Feind, denn der Feind kennt keine Gnade. Er kennt keine Gnade mit dir, nicht mit deinen Kindern, nicht mit deinem Ehepartner oder in welchen Dingen du auch immer dich befindest, wenn du mit ihm paktierst, wird er dich sofort einnehmen für sich. Aber du sollst dich herausbewegen und in das verheißene Land hineinbewegen, mit den Ordnungen Gottes. Und was du unbedingt heute hören und wissen musst, das ist das, dass du erwählt bist von Gott. Und zwar in eine Identität, in eine Autorität, die er dir geben möchte. Da lesen wir: Du bist ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein Volk zum Besitztum. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumvolk gehörst. Das ist etwas, wo du ein Fundament hast, eine Identität, eine Größe, die Gott dir schenken will, die Gott dir geschenkt hat. Und aus dieser Autorität heraus sollst du dich auf dem Weg in dein verheißenes Land bewegen. Du sollst in dieser Autorität, die Gott dir geschenkt hat, über den Feind herrschen, an ihm vorbei. Du sollst keine Kompromisse mit dem Feind schließen, sondern dich vollkommen in dieser Wertschätzung, in dieser königlichen Würde, in dem sollst du dich in das verheißene Land, das dir von Gott gegeben wird und versprochen ist, hineinbewegen. Ich wünsche dir, dass du das ganz neu erfasst, dass Gott dich berufen hat zu diesem Eigentumsvolk und dass er mit dir auf dem Weg ist und dass Gott mehr für dich hat.